Ich meine, wir machen sehr viel mit körperlichem Training. Es ist sehr viel, was wir zum Beispiel als Ausgleich machen und so weiter und so fort. Aber es ist nie wirklich individuell angepasst. Und darauf kommt es an. Ja, da sehe ich genauso im E-Sport wie in allen anderen Sportarten. Wir hatten zweierlei Probleme. Einmal haben wir Konvergenz getestet, ja, dass die Augen gleichmäßig zusammengehen. Rechtes Auge hat ein Problem gehabt. Im Endeffekt haben wir gesehen, wir müssen das rechte Auge nicht wirklich trainieren, sondern müssen das rechte Auge eher schonen, weil es eher überlastet ist. Das linke sah auch unschärfer. Wir haben eine rote Brille drauf getan, über die Augenklappe, rechtes Auge geschont. Linkes Auge hat dann mit der roten Brille besser gesehen. Konvergenz hat danach viel besser funktioniert. Zum anderen hatten wir ein Problem im peripheren Sehen, was natürlich wichtig ist, ne, beim PES-Zocken. Und das haben wir über Geräusche orten, mit geschlossenen Augen, wo kommen Geräusche her? Plus Sensorik an der linken Hand, weil da hat er ein großes Defizit gehabt, haben wir das Ganze geklärt und hatten einen sauberen Fokus mit gutem peripheren Sehen. Es war für mich was komplett Neues, aber es war interessant zu sehen, welche Schwächen ich eigentlich habe und wie das behandelt werden kann. Und das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal machen oder sehen und vielleicht noch tiefer die verschiedenen Methoden sehen. Bei Max hatten wir am Anfang ein Problem mit dem rechten Handgelenk. Ja, verkrampft, ein bisschen schmerzhaft. Haben wir dann ein bisschen besser gemacht, deutlich besser gemacht durch Nervenmobilisation. Ne? Den Nerv zum Gleiten gebracht, hier der die Muskulatur ansteuert und schon war es dann ein bisschen besser. Im zweiten Schritt haben wir gesehen an der Brockschnur, dass das Tiefensehen gestört war, ne? Dass er wirklich nur versucht, Dinge zu fokussieren, aber es nicht wirklich kann. Die Dinge nicht da sind, wo sie sind. Das haben wir dann reguliert über eine Lochbrille, haben quasi ein bisschen Licht weggenommen, wurde im ersten Schritt schon besser. Und als nächstes haben wir über Halswirbelsäulen, ganz kleine Halswirbelsäulenbewegungen gearbeitet und haben darüber das visuelle System komplett reguliert, dass er wirklich genau den Fokus hatte. Also ich fand es mega interessant, ein Neurotraining einfach mal durchzuführen, weil ich kannte das aus dem Studium schon, habe das aber in meiner aktiven Spielerkarriere im E-Sports noch nie durchgeführt, weil im E-Sports da nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Und man hat jetzt heute schon Ergebnisse gesehen und ich fand es gut, dass ich das mal durchführen durfte. Es ist nicht so eintönig, wie den ganzen Tag da vor dem PC zu sitzen. Wenn es einer noch mehr braucht, na, ist einer, der das Gleiche macht, also sprich die gleichen Geschwindigkeiten, die gleichen Sportarten, aber ohne selbstständige Bewegung, sondern eben nur mit seiner Hand-Augen-Koordination sozusagen. Und das hat mich ziemlich bestätigt heute, na, auch aufgrund von den ganzen Aussagen von den Zweierathleten. Ich habe es sehr positiv empfunden, dass Interesse da war, dass man auch sehr schnell gemerkt hat, was die Produkte oder das Neurotraining bewirken kann, was man damit erreichen kann, wo man sich verbessern kann, Defizite aufzeigt, die bis dato noch gar nicht bekannt waren. Und von daher war es für uns sehr aufschlussreich, Input zu bekommen aus der Szene, als auch für die Spieler selber, glaube ich, zu merken, was sie noch für Potenzial haben. Was wir gehört haben von den E-Sportlern war, dass die Challenges, die die auf ihrem Digital Playground umsetzen, meistens auch im Kopf entschieden werden. Aber dass man da nochmal gezielter die Trainingsmethodiken oder auch die Mankos, die man vielleicht bei sich hat, aufzeigt und dann weiterentwickelt, ist, glaube ich, eine Riesenchance, um den Bereich nicht nur im Profi-, sondern auch im semi-professionellen Bereich weiter zu professionalisieren. Für uns war es natürlich super spannend, überhaupt zu sehen, hat das Thema neurozentriertes Training im E-Sport seinen Platz und wie wird es vor allem angenommen? Als sie es dann ausprobiert haben, haben die auch schnell erkannt, was es bewirkt und dass es ihnen was bringt. Also das fand ich jetzt so ganz spannend und das war natürlich die Erwartung, dass es funktioniert und dass es dann auch so geklappt hat, ist natürlich immer schön.